Es ist ein Maimorgen. Im Wachraum der Polizeihubschrauberstaffel klingelt das Telefon. Hauptwachtmeister Krüger nimmt den Hörer ab. Hubschrauberstaffel Wachtmeister Kühn? Ja, ist gut. Verstanden. Unsere Libelle fliegt sofort los. Olas, fertig machen. Was ist denn los, Kühn? Wo sollen wir hin? Routineflug. Verkehrsüberwachung in Hamburg, Olas. Okay, der Hubschrauber ist startbereit. Hey Leute, schiebt doch schon mal die Libelle aus der Halle. Wir kommen gleich nach. Muss ja erst noch die Flugerlaubnis von der Flugsicherung einholen. Ich mach mich inzwischen auch fertig, Olas. Ja los, beeil dich. Willst du fliegen, Olas? Ja, und du machst heute mal den Beobachter. So, na dann wollen wir mal. Alles klar? Ja. Dann rufe ich die Flugsicherung an. Hallo, Tower. Hier Delta Hotel India. Bitte kommen. Hier Hamburg, Tower. Erbitte Starterlaubnis, Flugrichtung Hamburg Innenstadt. Delta Hotel India, Starterlaubnis erteilt. Flughöhe 300 Meter. Die Flugsicherungsbeamten im Kontrollturm des Flughafens, in der Fliegersprache kurz Tower genannt, notieren die Startzeit des Polizeihubschraubers. 11.53 Uhr. Und während Oberkommissar Wohlers seine Libelle in Richtung Hamburg-Innenstadt steuert, geschieht knapp 100 Kilometer nordöstlich von Hamburg, in dem kleinen Dorf Langenberg, etwas Unvorhergesehenes. Guten Tag, ist der Kassierer da? Der ist gerade eben zu Tisch. Wollten Sie ihn sprechen? Ja, tut mir leid. Mir auch, Hände hoch. Was ist denn? Hände hoch, sage ich, darüber Gesicht zur Wand. Und keine Zicken, sonst knallt. Hören Sie, das können Sie Maul doch nicht. Maul halten, umdrehen, keine Bewegung. So, und das wär's. Rühren Sie sich nicht, bis ich weg bin, sonst komme ich nochmal zurück und leg Sie um, klar? Hilfe! Überfall! Halte ihn! Da fährt er! Polizei? Und während die Streifenwagen der Polizei heranheulen und die Polizisten die völlig verstörte Bankangestellte Frau Winter ausfragen, kommt plötzlich ein Junge aufgeregt zur Tür herein. Herr Wachtmeister! Was willst du denn, Steppke? Ich habe den Bankräuber gesehen. Ich kenne ihn. Ach, sieh mal an. Wer ist denn der Junge, Frau Winter? Ach, das ist ja der Uwe von gegenüber. Ah, Uwe heißt du. Wie alt bist du denn? 12 Jahre, Herr Wachtmeister. Mhm. Nun erzähl uns mal, was du gesehen haben willst. Ich habe das wirklich beobachtet. Ja, gut, gut. Also... Seit 4 Tagen hat hier immer so um 12 Uhr mittags vor der Tür ein grüner Volkswagen gehalten. Da saß ein Mann drin, der hat immer die Sparkasse beobachtet. Hier ist die Nummer. HHYM 165. Das kam mir verdächtig vor. Ja, und weiter? Heute war er wieder da. Der Mann, meine ich. Und? Diesmal hat er einen schwarzen Ford mit der Nummer ODMA 66. Er ließ den Motor von dem Wagen laufen, als er hier reinging. Ja, das stimmt. Das habe ich vergessen zu sagen. Da hielt ein Wagen draußen mit laufendem Motor. Mhm. Ja, weiter, Uwe. Na, ich habe die Autonummer aufgeschrieben. Das mache ich immer, bei jedem Auto, das hier im Ort ist. Na ja, und weiter, was? Na, und dann habe ich den Mann erkannt. Es war wieder der, der schon 4 Tage lang hier aufgepasst hat. Er trug auch wieder den hellen Mantel, wie alle Tage vorher. Er lief rein in die Sparkasse und kam gleich wieder rausgerannt. Ins Auto und weg war er. Und wohin fuhr er? Darunter, Richtung Hamburg. Aber ich habe ja die Nummer vom Auto. Na großartig, Junge. Der kommt nicht weit. Wir geben gleich die Fahndung durch. Dann komm mal mit. Der kleine Uwe hat aufgepasst. Und so kann die Polizei Großalarm geben. Wenige Minuten später landet die Fahndungsmeldung auch in der Streifenwagenzentrale im Hamburger Polizeipräsidium. Danke, 44 Peter. Michel 1, Ende. Achtung, alle Wagen ein. Gleich Mittag, da wird es endlich ruhiger. Herrschaften, an alle, eine Großfahndung. Was ist denn los? Bewaffneter Raubüberfall auf die Sparkasse Langenberg. Der Täter flüchtet wahrscheinlich in Richtung Hamburg. Sämtliche verfügbaren Peterwagen und Motorräder sofort zur Autobahn absperren. Hier, geben Sie die Fahndung durch. Ja. An alle Wagen von Michel, Großfahndung.
Flüchtig nach bewaffnetem Raubüberfall auf die Sparkasse Langenberg ist der PKW, schwarzer Ford, Kennzeichen Otto Dora, Martha Anton, 66. Vermutliche Fluchtrichtung Hamburg über Autobahn. Vorsicht, der Fahrer ist bewaffnet. Der Polizeihubschrauber Libelle kreist in diesem Augenblick über Hamburgs Innenstadt. Wohlers und Kühn hören die Fahndungsmeldung über den eingeschalteten Polizeifunk mit. Die eben genannten Streifen waren sofort auf Friedrichstadt. Normale Fahrt aufgehoben. Zeit 12.17 Uhr. Michel 1 bis 3 Ende. Hast du gehört, Wohlers? Dicke Luft. Tja, nur gut, dass sich der kleine Junge die Autonummer des Bankräubers aufgeschrieben hat. Was diese Bengels heute so alles machen. Libelle, Libelle für Michel kommen. Pass auf, jetzt gibt's Arbeit für uns. Hier, Libelle. Libelle, haben Sie die Fahndung mitgehört? Jawohl, Libelle hat mitgehört. Gut, brechen Sie meinen Routineflug ab und fliegen Sie zur Autobahn Hamburg-Lübeck. Landen Sie vorher auf Sportplatz Borgfelde zwischen. Nehmen Sie dort Kriminalhauptkommissar Fries auf. Er wird die Verfolgung als Oberbeamter von der Libelle ausleiten. Kommen und verstanden? Ja, Michel, Libelle hat verstanden. Sportplatz Borgfelde zwischenlanden und Einsatzleiter aufnehmen. Gut, Libelle, umschalten Sie auf Relais, damit Sie den Funksprechverkehr aller Fahrzeuge mit. Herr Kühn, da wollen wir mal zeigen, was wir können. Ich hole die Erlaubnis von der Flugsicherung ein und dann geht Marsch zum Sportplatz Borgfelde, zum Hauptkommissar Fries. Ah, da hinten kommt ja schon der Hubschrauber. Dann werde ich schnell noch mal die Zentrale anrufen. Michel für Castor 7, Kriminalpolizei, kommen! Hier, Michel, was ist Castor 7? Hier, Castor 7, Hauptkommissar Fries. Der Hubschrauber landet gerade hier auf dem Sportplatz. Bitte veranlassen Sie, dass alle verfügbaren Wagen der Kripo ebenfalls zur Autobahn fahren. Wir brauchen jedes Fahrzeug zum Abriegeln. Ich gebe dann weitere Anweisungen von Libelle aus. Kommen, abverstanden. Michel hat verstanden, Castor 7. Alle Castor-Wagen zum Einsatz Autobahn. Danke, Ende. Mann, macht der einen Wind. Lass mich auf der Hut auf. Ja, da haben Sie recht, den lasse ich besser hier. Also, Sie fahren auch nach zur Autobahn. Klar, viel Glück bei der Jagd. Danke. Lass mich mal schnell einsteigen. Ja. Na, Wohlers, wie sagt man bei Ihnen? Melde mich an Bord, oder wie? Wie Sie wollen, Herr Fries. Hauptsache, wir haben Erfolg. Setzen Sie sich am besten auf Kühns Platz. Gut. Kopfhörer auf und anschnallen nicht vergessen. Schön. Na, hoffentlich wird mir nicht mulmig in dieser Kiste. Keine Angst, ich werde Sie schon nicht zu sehr durchschaukeln. Können wir dann? Angeschnallt? Ja, nun mal los. Sonst geht uns der Bankräuber noch durch die Lappen. Immer langsam. Hamburg Tower für Delta Hotel India kommen. Na du. Flugsicherung. Ja, Hamburg Tower, bitte kommen. Der bitte Starterlaubnis für Delta Hotel India vom Behelfslandeplatz Borgfelde und weiter Flug zur Autobahn kommen. Warten Sie, da ist noch Verkehr vor Ihnen. Eine Düsenmaschine im Anflug. Wir rufen Sie wieder, Delta Hotel India. Verstanden. Na, hoffentlich beeilt sich der. Ja, warum fliegen wir denn nicht los? Macht ihr immer so einen Zirkus? Muss sein, Herr Fries. Jeder Start, jede Landung und jede Flugveränderung, ob Kurs oder Höhe, muss bei der Flugsicherungszentrale gemeldet und von dort genehmigt werden. Oh, Menschenskind, dann sagen Sie denen, wir hätten es eilig. Das rührt ihn nicht. Safety first, Sicherheit zuerst. Für die sind wir nicht Polizei, sondern ein Flugzeug, wie jede andere Sport- oder Verkehrsmaschine auch. Da heißt es was. Wieder was dazugelernt. Wo ist denn der flüchtende schwarze Ford, Herr Fries? Schon auf der Autobahn? Allerdings, er rast mit circa 140 Sachen in Richtung Hamburg. Wir haben 26 Wagen und Motorräder zur Verfügung, um ihn zu fangen. Jetzt kommt es darauf an, die Fahrzeuge so aufzubauen, dass der Bankräuber uns nicht entwischen kann. Hamburg Tower für Delta Hotel India. Sie können jetzt starten. Weiter Flug zur Autobahn wie abgesprochen. Kommen und verstanden. Na endlich. Hamburg Tower, Delta Hotel India hat verstanden. Starterlaubnis, Ende. Na dann auf zur großen Jagd. Um 12.32 Uhr steigt die Libelle mit dem Einsatzleiter an Bord auf. Hauptkommissar Fries dirigiert aus der Luft die Einsatzfahrzeuge über Sprechfunk zu den An- und Abfahrten entlang der Autobahn. In der Streifenwagenzentrale hören Dienststellenleiter Kroll und seine Beamten die Anweisungen mit und markieren an einer großen Wandkarte die aufgestellten Sperren.
51-2 Peter, wo stehen Sie jetzt? Ja, liebe Welle, 51-2 Peter und 51-3 stehen jetzt am 2. Basbüttel. Wir blockieren die Abzweigung nach Hannover, wie befohlen. Danke, 51-2, die Welle Ende. So, damit wir also auch die Abzweigung blockiert. Jetzt sind also alle 26 Fahrzeuge im Einsatz. Die Autobahn ist abgeriegelt. Nach menschlichem Ermessen muss der Kerl jetzt in die Falle gehen. Ja, ja, wenn er bloß nicht zu früh merkt, dass er verfolgt wird. Mensch, wenn der Polizeifunk in seinem Wagen hat, dann sind wir ja aufgeschmissen. Dann ist die ganze Fahndungsaktion für die Katz. Glaube ich nicht. Das ist ja nicht sein Wagen. Den hat er doch erst heute Morgen in Oldesloe geklaut. Kurz vor dem Überfall in Langenberg. Trotzdem, wissen wir, ob der Besitzer des Wagens den Polizeifunk nicht abhören kann? Nee, das nicht. Wir wissen ja nicht mal, ob überhaupt ein Radio im Wagen ist. Rufen Sie sofort in Oldesloe an. Blitzgespräch. Das müssen wir sofort und ganz genau wissen. Mach ich. Ich melde für Streifenwagen 6 Bad Oldesloe kommen. Meldung von Sperre, Abfahrt Oldesloe. Ich melde Wagen 7 kommen. Der gesuchte Wagen passiert soeben mit erhöhter Geschwindigkeit die Abfahrt Oldesloe und fährt weiter in Richtung Hamburg. Die Welle hat verstanden. Nehmen Sie Verfolgung auf. Ende. Wer ist der jetzt? Der kommt tatsächlich nach Hamburg. Ja, wo ist denn bloß die Libelle? Wenn die ihn nicht bald ausmachen, dann geht er uns durch die Lappen. Libelle an alle. Wir überfliegen jetzt Abfahrt Ahrensburg, bleiben über der Autobahn und fliegen in Richtung Abfahrt Breite Heide weiter. Libelle, Ende. Herr Kühn? Ja, Herr Fries? Jetzt ist es langsam kritisch. Das Flieger dürfte die bessere Augen haben als ich. Nehmen Sie das Fernglas und beobachten Sie die Wagen auf der Autobahn. Ist gut, Herr Fries. Abfahrt Oldesloe hat er passiert. Dann müsste er in ein paar Minuten uns entgegenkommen. Herr Wohlers, können wir nicht tiefer runtergehen? Sicher, mal sehen, ob die Flugsicherung was dagegen hat. Hamburg Tower, kommen für Delta Hotel India. Hier Hamburg Tower, ich höre Sie, Delta Hotel India, kommen. Wir haben jetzt Flughöhe 300 Meter, müssen tiefer gehen. Frage, ob einverstanden mit Flughöhe 50 Meter, kommen. Einverstanden, fliegen Sie Flughöhe 50 Meter, Hamburg Tower, Ende. Verstanden, Hamburg Tower, Ende. Ja, dann wollen wir mal runter. Herr Fries. Haben Sie ihn? Das nicht, aber das ist doch eine Behelfsausfahrt. Wo? Gleich hinter der Kurve, dort an der Brücke. Die Abfahrt ist nur für Baustellenfahrzeuge, aber die ist unbesetzt. Da könnte er entwischen. Gut. Och, verdammt. Alle Fahrzeuge sind eingesetzt. Wen nehmen wir denn da? Da muss schnellstens einer hin. Das ist Kilometer 17,8. Danke. Vera 16, Vera 16, kommen für Libelle. Der steht mit seinem Motorrad bei Ahrensburg als Verstärkung für die beiden Federwagen. Der muss sofort los. Libelle, Vera 16, hört. Vera 16, fahren Sie sofort zur Behelfsabfahrt bei Kilometer... 17,8. Kilometer 17,8. Da ist eine Brücke. Sperren Sie die Behelfsausfahrt. Kommen. Vera 16 hat verstanden, Libelle. Ich fahre sofort los. Oh, das hätte ich ans Auge gehen können. Gut, dass Sie das bemerkt haben, Herr Kühn. Ich kenne die Autobahn ja nicht so genau. Tja, wir kennen sie allerdings besser, was Olas? Tja, von unseren sonntäglichen Verkehrspatrouillen, wenn die Ausflügler von der Ostsee zurückkommen. Und was zu sehen? Nee, eine Menge Wagen unterwegs, auch schwarze. Ja, der Gesuchte ist noch nicht dabei. Wenn er nicht schon entwischt ist, dann... Kann er doch nicht. Wir haben doch alles abgeriegelt. Ja, aber das ist ein ausgekochter Bursche. Wenn er schlau ist, fährt er auf den Parkplatz am Autobahnrand, steigt aus, haut sich in die Büsche und weg ist er. Keine Sorge, Herr Fries. Ich beobachte auch die Parkplätze und Seitenstreifen. Libelle für Michel kommen. Was wollen die denn? Libelle, hört Michel. Libelle, mit dem flüchtigen Wagen befindet sich ein Autoradio. Laut Absage des Besitzers kann jedoch damit nicht der Polizeifunk abgehört werden. Danke, Michel. Verstanden. Ende. Der ein Autoradio drin gehabt hätte mit eingestelltem Polizeifunk? Ja, na, dann hätten wir eben unsere Durchsagen verschlüsselt. An Libelle. Hier ist Reifenwachte Heide. Schwarzer Ford, Kennzeichen Otto Dora Strich Marke Anton 66, passiert gerade die Abfahrt Wachte Heide. Geschwindigkeit etwa 130 Stundenkilometer. Fahrt Richtung Hamburg, wir fahren hinterher. Libelle hat verstanden. Wo ist der verfolgende Streifenwagen von Oldesloe? Hier Wagen 7 Oldesloe. Die Melde. Wir fahren etwa 600 Meter Abstand hinter verfolgten Fahrzeugen. Kommt nicht ran, der ist schneller. Gut, Wagen 7. Bleiben Sie zurück. Wagen aus Bad Geheide übernimmt weitere Verfolgung. Die Bälle, Ende. Die kommen nicht mit, was? Nee. Na gut, den kommt er aber nicht. Siehst du schon was, Kühn? Kann noch nichts erkennen.
Vera 16 ruft Libelle. Bin jetzt bei Kilometer 17,8. Behelfsausfahrt wie befohlen gesperrt. Kommen. Danke, Libelle hat verstanden. Vera 16, Ende. Nein, ich glaube, das ist er. Das ist ein schwarzer Wagen. Gib blind. Will einen anderen überholen. Hinter Ihnen im Westen ist noch ein Fernglas, Herr Fries. Danke, Wolas. Ja, ein schwarzer Wagen. Wenn er das ist, müssen wir sofort auf Gegenkurs, Wolas. Und dranbleiben, dranbleiben. Hängen Sie sich genau über ihn. Klar. Klar. Wir folgen ihm in der Luft. Schaffen wir das? Natürlich. Notfalls gebe ich noch einen Zahn drauf. Hamburg Tower, kommen für Delta Hotel India. Was ist da? Mensch, ich kann die Nummer genau ausmachen. Nun drehen Sie doch schon um, Wolas. Nicht ohne Erlaubnis der Flugsicherung. Na, Beeilung, Beeilung. Hamburg Tower, kommen. Hamburg Tower, kommen, Delta Hotel India. Delta Hotel India beabsichtigt Kursänderung um 180 Grad. Rückflug entlang Autobahn, Flughöhe 50 Meter. Kommen. Kursänderung genehmigt. Delta Hotel India. Rückflug Autobahn Richtung Hamburg, Flughöhe 50 Meter. Ende. Na dann, wir marsch. Da unten sicher vorbei. Beeil dich, Hannes, dass wir hinter ihm bleiben. Eine knappe Dreiviertelstunde nach dem Überfall auf die Sparkasse Langenberg hat die Besatzung der Libelle den Wagen des flüchtenden Bankräubers auf der Autobahn erkannt. In 50 Meter Höhe jagt der Hubschrauber den dahinrasenden Wagen. Pilot Wolas, Beobachter Kühn und der Einsatzleiter Kripo-Hauptkommissar Fries lassen den Flüchtigen nicht aus den Augen. In der Streifenwagenzentrale halten die Beamten den Atem an, als Fries durchgibt: Libelle an alle! Flüchtiger Pkw ausgemacht! Wagen fährt weiter Richtung Hamburg. Muss in den nächsten Minuten Ausfahrt A Rendsburg passieren. Wir folgen dem Wagen in 50 Meter Höhe. Ende. Jetzt haben Sie ihn am Kanthaken. Noch nicht, aber Sie sind dicht dran. Möchte wissen, wie Sie den schnappen wollen. Warum setzt sich Wolas nicht vor den Flüchtigen und geht runter und zwingt ihn so zum Halten? Wir sind doch nicht im Kientop. Wenn der Hubschrauber dabei zu Bruch geht, und das ist drin. Hauptkommissar Fries wird schon wissen, was er will. Libelle an alle. Wir sind über dem flüchtenden Wagen. Der Fahrer muss uns bemerken und merken, dass er verfolgt wird. Keine Experimente. Fahrer ist bewaffnet. Wir müssen ihn zur Aufgabe zwingen. Falls er aussteigt, nur im Notfall von der Schusswaffe Gebrauch machen. Libelle, Ende. So, jetzt wissen die Kameraden, woran sie sind. Auf dich. Ich will keine Schießerei auf der Autobahn. Dazu ist zu viel Fahrzeugverkehr. Achtung! 63 Meter! Der flüchtige Wagen passiert Ausfahrt Ahrensburg. Sofort Verfolgung aufnehmen. Normale Fahrt aufgehoben. 63 Meter verstanden. Wir fahren. Gib Gas, Schwede. Na, du musst ja merken, was die Glocke gewimmelt hat. Ja, mal sehen, wie lange seine Nerven das aushalten. Er fährt schon Schlangenlinien. Hat sich sicher nach dem verfolgenden Peterwagen umgesehen. Minute um Minute vergeht. 50 Meter über dem flüchtenden schwarzen Pkw Marke Ford mit dem Kennzeichen ODMA66 dröhnt der Hubschrauber. Hinter ihm, kaum 80 Meter entfernt, heult das Martinshorn von 63 Peter. Der verfolgte Fahrer schaut sich wieder und wieder nervös um. Zu dem Hubschrauber, zu dem verfolgenden Peterwagen. Aber es gibt kein Entkommen mehr. Da hinten ist die Autobahn zu Ende. Ja, da steht die Sperre. Herr Fries, hält an. Tatsächlich, er gibt auf. Denkst du? Springt aus dem rollenden Wagen, ohne Aktentasche oder... Wolas, bleib auf der Stelle. Er rennt runter von der Autobahn. 63 Meter, dranbleiben, aussteigen und Verfolgung aufnehmen. Zu Fuß. 63 Meter, verstanden. 30, 1 und 50, 2, sofort herkommen und Streifen verstärken. Wolas, nicht den Mann aus den Augen lassen. Der heranrasende Peterwagen mit Sirene hält mit kreischenden Bremsen... Die Polizeibeamten springen heraus. Komm mit, da hinten läuft er schon. Ja, den schnappen wir uns. Halt, stehen bleiben oder wir schießen. Stehen bleiben, Mann. Hände hoch, machen Sie keinen Unsinn. Durchsuchen. Hier, eine Pistole hat er bei sich. Schreckschuss. Na, damit hätte er nicht schießen können. Wo ist das Geld? Die 7.370 Mark. Im Wagen, in der Aktentasche. Wie habt ihr mich bloß so schnell erwischt? Tja, ein 12-jähriger Junge, der hat sich ihre Autonummer aufgeschrieben, als sie in der Sparkasse waren. Na, und der Rest, das war Routinearbeit der Polizei. Ein Junge? So ein Mist. War ja verdammter Hubschrauber. Das drin, das hat mich fertig gemacht. Sagte der Bankräuber, als ihn die Polizisten festnahmen. Genau 65 Minuten nach dem Banküberfall in Langenberg legen die Polizeibeamten dem Täter Handschellen an.
Ohne den hellwachen Uwe wäre es wahrscheinlich nicht so schnell gegangen. Einige Tage später ist Uwe in Hamburg bei Kriminalhauptkommissar Fries. Tja, Uwe, ohne dich hätten wir den Täter nicht so schnell geschnappt. Wie bist du bloß auf die Idee gekommen? Och, Herr Fries, ich schreibe mir immer die Autonummern auf. Und der Mann vor der Sparkasse kam mir verdächtig vor. Mhm. Da habe ich besonders aufgepasst. So, so. Na, und dafür hast du eine Belohnung verdient. Hier, das soll ich dir vom Sparkassendirektor geben. Oh, ein Sparkassenbuch? Ja, mit 100 Mark drauf. Recht schönen Dank, Herr Fries. Na bitte. Was willst du denn eigentlich mal werden? Polizeibeamter. Am liebsten Kriminalkommissar. So, so. Na dann, komm mal mit zur Peterwagenzentrale. Da zeige ich dir, wie unser Polizeiapparat arbeitet. Das musst du ja als zukünftiger Kollege von mir auch wissen, nicht? Ja, natürlich. In der Streifenwagenzentrale erklären die freundlichen Polizeibeamten dem kleinen Uwe noch einmal, wie die Peterwagen und der Hubschrauber zusammengearbeitet hatten, um den Bankräuber zu fassen. Und weil Uwes Beobachtungen zum Erfolg geführt hatten, war er der Held des Tages. Schluss mit der Schiffbauerei. Ach, für mich noch nicht, Johnny. Na, wieso? Oh, hab einen Bootsbauer versprochen, ihm zu helfen. Was denn, Hein? Schwarzarbeit? Ja, ich habe mir doch ein neues Motorrad gekauft. Dafür sind noch ein paar dicke Raten zu zahlen. Da muss ich eben was zuverdienen. Mann, du hast Nerven. Den ganzen Tag hier auf der Werft schuften und dann noch nach Feierabend Schwarzarbeit? Nicht für mich. Schade. Warum? Na, ich dachte, du würdest heute Abend mitkommen, tanzen. Wo denn? Im grünen Stint. In dem müden Schuppen? Und von wegen müde. Und da ist ein neuer Wirt drin, der dicke Willi, der macht freitags immer mächtig was los. Tolle Mädchen da. So? Aber nee, heute Abend geht's nicht. Du kannst es dir ja noch überlegen. Mensch, komm doch rum, wenn du bei deinem Bootsbauer fertig bist. Ich bin im grünen Stint. Mein Bruder Fiete kommt auch. Und das wird eine feine Sache. Na, Fiete, Glück beim Würfeln? Na klar, Max 6. Und du, Willi? 3, 4, 5. So, diesmal hast du verloren, Willi. Haben wir prima hingekriegt, was, Fiete? Ich denk schon den Korn ein. Ihr seid aber stark heute. Na, den Prost. So, gleich 11. Wird Zeit, dass ich mir ein Mädchen anlache. Hey, Johnny, ich will Revanche. Nix da, ich such mir nur was zum Tanzen, du Fiete. Hä? Wie findest du die da hinten, im rosa Kleid? Ja, ganz dufte. Ich fasse ich mal an. Bleib da, Johnny, ich geb noch eine Runde Korn aus. Ich will was mit euch bereden. Na, dann sag mal ein fix Prost, Dicker. Na, den Prost. Was willst du denn beschnacken? Ihr kennt euch doch im Hafen aus, im Freihafen, meine ich. Du weißt doch, dass ich Werftarbeiter bin und Fiete-Schauermann, also keine Ansprache, was ist? Du brüll doch nicht rum. Bleib sitzen. Na nun, komm. Kommt man da nicht mal an Ware ran? Ich meine, zollfrei. Was denn? Schnaps, Zigaretten? Keine große Menge. Außerdem springt nichts bei raus. Wenn dich der Zoll bei der Kontrolle schnappt, bist du dran und deinen Job. Du musst eben was machen, wo was bei rausspringen. An was denkst du denn? Hörst doch Tünkram. Johnny, geh lieber tanzen. Lass doch mal, wie viel? Je nachdem. Ein blauer Schein für jeden, wenn's hochkommt. Was? Hunderte? Wofür? Guter Tipp. Ihr braucht bloß 8 Säcke Kaffee von der Schute zu holen. Mann, ist doch Rohkaffee. Der muss längst geröstet werden. Ist nicht deine Sache, Fiete. Den Mann, der den Rohkaffee abnimmt, habe ich. Also. Und wo sind die Schuten? Liegen im Strom, am Schuppen 64. Gegenüber ist eine Fabrik. Merk kein Arsch. Schute im Strom, wie willst du da rankommen? Na, mit dem Boot. Hast du denn eins? Nee. Siehst du die auch? Schade, na, dann wird's nicht mehr im Geschäft. Na, das ist ja Mist. Ah, da kommt ja Hein. Hallo, Hein. Prima, dass du noch herkommst. Fertig bei deinem Bootsbauer? Na klar. Tag, Fiete. Tag. Tag, Willi. Ein Bier. Sofort, Hein. Was hast du denn gemacht? Eine Barkasse reparieren und ein paar Probefahrten im Hafen. Du, und dafür ein 20er. Leicht verdient das Geld. Der hat noch mehr Arbeit für mich. Na, freu dich. Hast recht gehabt, Johnny. Mächtig was los hier. Dein Bier und der Korn. Zum Wohle. Ist gut, Willi. Ach nee, die Blonde, da kenne ich doch. Ja, schieß mal fix hin. Worauf du dich verlassen kannst. Kaum ist er im Laden, muss er auch schon wieder tanzen. Lass ihn. Willi, komm doch mal. Na, noch ein Korn? Nee.
Du, der Hein, der kommt an der Barkasse ran. Wahrhaftig, hat er eben gesagt. Du meinst, wir könnten den Kaffee holen. Ja, aber ob der mitmacht? Oh, der braucht Geld, hat sich ein neues Motorrad gekauft auf Raten. Ah, so ist er. Wir brauchen ihm ja nicht auf die Nase zu binden, dass wir den Kaffee klauen wollen. Und wenn du was merkst, ist eine Geschichte drin. Psst, da kommt er. Lass mich mal machen. Na, Hein? Wechsel zu mir in 20er. Braucht Kleingeld für die Musikbox. Aber klein. Danke. Mensch, gib mal die Blonde da, Prima-Mädchen. So, 10 Mark in Silber und ein 10er. Jo, stimmt, danke. Moment noch. Ja? Hast du nicht Lust, mal auf die Schnelle ein paar Kröten zu verdienen? Gern, wie viel denn? No, wenn es auch schwer fällt, ein blauer Schein. Ein 100er? Wofür? Was aus dem Hafen für mich abholen. Zusammen mit Johnny und Fiete, die wissen Bescheid. Morgen Abend. Ja, ja, du brauchst bloß die Barkasse zu besorgen. Von dem Mann, wo du heute warst. Kriegst du die? Na sicher. Ich kann ja sagen, ich müsste noch was am Motor machen. Oh, du bist ein Goldjunge. Wir reden nachher noch drüber. Lass dein Mädchen nicht warten. Ist in Ordnung. Bis gleich. Das ging ja wie geschmiert. Na klar, so naiv wie der ist. Das ist genau richtig so. Also morgen Abend um 10 fahrt ihr los. Ich warte mit meinem Kombi um 11 bei Neumühlen. Direkt vorm Kühlhaus. Aber das ist doch ein Revier von der Wasserschutzpolizei. Oh, du bist ein kluges Kind, Johnny. Unter der Nase von den Bullen. Da kommt keiner drauf, dass wir eine linke Tour reiten. Kapiert du? Ja. Morgen um 11 am Kühlhaus bei Neumühlen. Alles klar. Wie viel habt ihr? 8, wie besprochen. Gut, beeilt euch mit dem Umladen. Willi, wenn ich gewusst hätte, was... Halt's Maul, Hein. Nimm den ersten Sack und rauf damit. Warte, ich helfe dir. Kommt nicht in Frage. Mach kein Theater. Oder willst du uns die Polenta auf den Hals setzen? Da bist du auch dran. Mach schon. Wohin mit den Säcken? Komm hier in den Wagen. Reingelegt habt ihr mich. Och, oh, quatsch nicht. Lad ab. Noch 8 Säcke rein. Ja, ja, los, los, beeilt euch. Hört mal, ich... Mach schon, Hein. Da sind doch 5 Säcke im Boot. Hat er Schwierigkeiten gemacht, Fiete? Ach, wenn er das Geld sieht, wird er bestimmt ruhiger. Ich fahre gleich den Kram weg. Wir bringen die Barkasse zu. Okay, kommt danach zum grünen Stint. Da gibt's den Zaster. So, Mann, noch 4 Säcke. Na, da kommt er ja endlich. Jetzt ein kühles Helles, Willi. Mir auch. Ehrensache. Und die Buddelkorn geht auf meine Rechnung. So, auf unser Geschäft. Prost. Warum trinkst du denn nicht mit, Hein? Nee, mit euch nicht. Wenn ich gewusst hätte, was ihr vorhabt, wäre ich nicht mitgekommen. Ach nee, aber hier, die Taler. Die willst du kassieren, wie? Ein Clown für Johnny, Fiete und Hein. Mit. Mit. Das Geld nehme ich noch, aber nun hau ich ab. Mit solchen Schweinen, die mich reinlegen wollen, will ich nichts zu tun haben. Tritt gleich einen in die Fresse, wenn du hier rumbrüllst. Moment mal, Kleiner. Du hast dein Geld gekriegt. Sonst hast du mit der ganzen Sache nichts zu tun. Keiner von uns. Hast du verstanden? Aber ich habe die Barkasse besorgt und gefahren. Na und? Johnny und ich haben die Schuhe aufgebrochen. Niemand hat uns bemerkt. Wir wissen von nichts. Ruhe, Herrschaften, Ruhe. Komm, Hein, ist alles in Ordnung. Trink einen Schnaps, das spielt den Ärger runter. Prost. Die Säcke sind weg. Verkauft. War dein Gewehrsmann zufrieden? Eisern. Würde noch mehr abnehmen. Und dann fahren wir morgen noch mal hin. Am Sonntag fährt keiner die Schuten weg, erst am Montag. Na bestens! Oh, dann machen wir noch eine Sonntagstour. Ohne mich. Was ist denn mit dir los, Hein? Ich besorge die Barkasse nicht wieder. Willst du nicht noch mal einen hübschen blauen Schein verdienen?
Damit kannst du doch die Raten für dein neues Motorrad bezahlen. Ich verzichte. So eine Klautour mache ich nicht mehr mit. Dann muss ich wohl deutlicher werden, wie? Du bist schon mittendrin in der Klautour, Hein. Bist mitgefahren, hast die Barkasse gesteuert, die du besorgt hast. Hast Schmiere gestanden und die Säcke ein- und ausladen helfen. Aber ich habe nicht gewusst, was ihr vorhabt. Ich bin auf dich fertig. Du hast sogar Geld dafür gekriegt. So. Und nun beweist du mal der Polette, dass du von gar nichts gewusst hast. Das macht den mal klar. Da bist du platt, was? Also, besorgst du morgen nochmal die Barkasse und wir holen uns nochmal ein paar Säcke Karten. Das ist doch vernünftig, Hein. Wir brauchen doch alle Geld, Mensch. Aber nicht auf die linke Tour. Ich bin der Boss bei dieser Sache und ich sage, ihr fahrt morgen nochmal los. Sonst... Na klar, ist ja die letzte Fahrt. Montag sind die Schuppen sowieso weg. Dann ist ja doch alles vorbei. Also schön, einmal mache ich noch mit. Schenk ein Korn ein. Na bitte, das ist ein Wort. Wasserschutzpolizei, Revier 6, Obermeister Schrader. Hier ist Schuppenwächter Malke, Schuppen 64, Namen der Obermeister. Namen der Malke. Was gibt's denn so spät am Sonntagabend? Ja, ich komme eben vom Rundgang durch den Schuppen. Da draußen im Strom liegen doch ein paar verdächtige Gestalten drauf gesehen. Und Licht war da auch. So, wann war das? Eben gerade den Moment. Na, jetzt ist es 10:10. Herr Malke, beobachten Sie die Leute weiter. Wir kommen sofort mit dem Polizeiboot hin. Jawohl, Herr Obermeister. Heidmann? Ja? Mach dich fertig. Wir müssen mit dem Boot los. Zum Schuppen 64. Verdächtige Personen auf einer Schute. Hallo, Polizei, hier. Sind Sie es, Malke? Ja, wir kommen 5 Minuten zu spät. Wo waren die Leute denn? Bei den Schuten da? Ja, da drüben. Gleich die erste. Da waren sie drauf. Steigen Sie über. Wir fahren mal hin. Da ist bestimmt keiner mehr. Die sind mit der Barkasse weg. Wie viel waren es denn? 3 Mann. Einer in der Barkasse, 2 auf der Schute. Die haben Säcke runtergeschmissen. So. Dann wollen wir mal auf die Schute rauf, sehen, was da los war. Hallo? Ist hier jemand? Hier ist die Wasserschutzpolizei. Sofort rauskommen. Keiner mehr da, sag ich doch. Die sind weg. Tja. Sehen Sie mal hier. Der Lukenverschlag. Aufgebrochen. Also doch. Haben Sie eine Lampe, Marke? Ja, hier. Dann leuchten Sie mal runter in den Laderaum. Was mögen die hier gesucht haben? Ah, sick. Das ist Kappel, der Obermeister. Ruhkappel. Sieh einer an. Haben Sie den Namen der Barkasse erkannt, mit der die Leute weg sind? Tut mir leid. Konnte ich nicht lesen, war zu dunkel. Können noch nicht weit sein. Heidmann? Ja? Rufen Sie die Streifenwagenzentrale an. An alle. Gesucht wird eine Barkasse, Name unbekannt, besetzt mit 3 Männern. Vermutlich Säcke mit Kaffee an Bord. Die Streifen sollen mal an den Uferstraßen die Augen offen halten. Klar, mach ich. Kann ja auch sein, dass die 3 Männer innerhalb des Freihafens bleiben. Oder sogar noch mal wiederkommen. Auf jeden Fall rufen wir noch einen Peterwagen herbei als Wache. Nehmen wir noch ein Protokoll auf, Herr Obermeister. Na, das hat Zeit. Wir müssen erst die 3 Kerle schnappen. Die werden irgendwo die Säcke ausladen. Kommen Sie, wir fahren Sie zum Schuppen rüber. Dann suchen wir den Hafen ab. Irgendwo müssen die ja mit ihrer Barkasse sein. Du, Willi. Hm? Aber alle 10 Säcke kriegen wir nicht in deinen Kombi rein. Nee, Fiete, weiß ich auch. Schmeiß die restlichen 5 hier gleich unter die Laderampe. Da findet sie keiner. Na gut. Johnny, hierher, unter die Rampe. Ja. Du auch, Hein. Dahin. Ja. Los, holt den Rest aus dem Boot. Fiete? Ja? Warum habt ihr denn bloß 10 Säcke mitgebracht? Ach, der Hein machte Zirkus. Meint am Schuppen wäre jemand, der hätte uns gesehen. So, der Hein. Los, hilf den anderen. Ja. Los, Sonny. Beeilung. Ja, ja, noch. Ihr hättet ruhig ein paar mehr mitbringen können. Pass doch auf, du Blödmann. Was ist denn? Kann ich doch nicht für, Mensch. Muss beim Einladen passiert sein. Hey, was ist los? Sack aufgerissen. Die verdammten Bogen kullern raus. Ausgerechnet der letzte. Macht vorsichtig mit dem Sack. Keine Spuren. Ich pass schon auf. Langsam, Hein. Komm, den kaputten Sack in den Wagen. Und nix wie weg hier. Geschafft.
Wartet mal! Wagen! Ich sag ja, wir sind beobachtet worden. Vom Schuppen aus. Mensch! Ein Peterwagen! Abhauen! Ruhig, ruhig, ganz ruhig. Wir stehen hier im Schatten vom Lagerhaus. Keine Bewegung. Still. Nee, hier ist auch nichts. Wer weiß, wo die sind. Mann, das ist ja noch mal gut gegangen. Die suchen uns. Die sind uns auf der Spur. Sammel nicht wieder rum, Hein. Was nu? Vor allem Ruhe, Ruhe. Und nicht wie die Hühner durcheinander laufen. Sonst hätten sie uns schon erwischt. Na, wie geht's weiter? Einen Augenblick warten wir noch. Dann hauen wir mit dem Kombi ab. Und die Barkasse? Fährst du allein zurück. Was, ich allein? Ja, wenn die uns auf der Spur sind, suchen sie eine Barkasse mit drei Mann drauf, klar. Na ja, einer ist unverdächtig. Genau, und Hein macht das schon. Du säuberst auch das Boot noch, damit da drin keine Kaffeebohnen von dem kaputten Sack rumliegen, klar? Ja, ja, mach ich. Los, schieb ab. Die Luft ist rein. Wir bringen jetzt die Säcke weg, dann holen wir den Rest. Wohin damit? Erstmal in den grünen Stint. Da sind wir sicher. Los, komm! Meinst du, dass wir die Brüder noch schnappen? Seit dem Einbruch ist fast eine Dreiviertelstunde vergangen. Ja, nichts zu sehen. Um diese Nachtzeit sind kaum noch Barkassen im Hafen. Da fällt einer auf. Das ist unsere Chance, Heidmann. Hm. Die müssen doch längst über die Freihafengrenze sein. Aber Landungsbrücken nichts, St. Pauli, Fischmarkt nichts. Die Peterwagen haben auch nichts Verdächtiges bemerkt. Die sind doch längst über alle Berge. Still mal. Nimm du mal das Nachtglas davon. Hm. Da schippert ein Kahn rum. Eine Barkasse. Dreh auf! Schneid ihr den Weg ab! Schalten Scheinwerfer ein. Ich rufe den Flüstertyp. Ah, hier. Achtung, hier spricht die Wasserschutzpolizei. Barkasse sofort stoppen. Sofort stoppen. Wir kommen längsseits. Der führt nicht mal Positionsrichter. Ja, schon verdächtig. Da ist ja nur ein Mann drin. Wir suchen doch drei. Mal sehen, was der sagt. Hallo, Sie. Was ist denn? Was wollen Sie von mir? Warum fahren Sie denn ohne Licht im Hafen rum? Ich? Ach, das habe ich vergessen. Hab nur eine kurze Probefahrt gemacht. Jetzt? Mitten in der Nacht? Ja, ich habe den Motor repariert und... Gib mir mal die Startlagerüte. Hier. Danke. Sind Sie allein? Ja, wieso? Das sehe ich mir mal an. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Mich kann ich ja anmachen. Tatsächlich nichts los. Sind das die Gesuchten? Nee, nur ein Mann. Und keine Spur von Säcken. Ist das Ihr Boot? Bootsbauer in Övelgönne. Naja, in Ordnung. Dann fahren Sie in Zukunft mit Licht, ja? Wiedersehen. Ja, war nur ein Versehen. Wiedersehen. Verflucht nochmal! Was ist denn das? Man bricht sich ja noch alle Knochen auf diesem verdammten Boot. Ach, sieh mal an. Ist was? Ja, na sowas... Ich habe auf etwas getreten. Ja, das ist ja eine Kaffeebohne. Eine Kaffeebohne? Wo soll die herkommen? Also doch. Kaffee an Bord. Heidmann? Ja? Rufen Sie die Streifenwagenzentrale an. Mach ich. Steigen Sie über. Mensch, Willi, das war ein prima Geschäft. Da musst du aber mehr rausrücken als bloß einen blauen Schein. Ihr hättet doch mehr mitbringen können, Mann. Wir haben doch alles tadellos weggekriegt. Und komm, diesen noch einen Doppelten ein, Willi. Ja, hier. Das saugt nicht zu viel. Wenn der Hein, der Idiot, nicht umgesponnen hätte, von wegen, wir sind gesehen worden und so, da hätten wir auch... Wo bleibt denn der Hein? Schon seit 2 Stunden ist er überfällig. Ja, ihr macht's Boot sauber. Ja, weil ich ihm auch geraten haben. Hier, mach mal Musik, Johnny. Fällt? Fiete, dreh dich nicht um. Polente. Wo? Ich hau ab! Bleib, wo du bist, Junge! Schön sitzen bleiben! Was will denn die Polizei hier? Sind Sie der Wirt, Willi Grollmann? Ja, wenn's recht ist. Und ich heiße Fiete, versteht ihr? Und dann ist das wohl Johnny, was? Jawohl, kennt ihr mich etwa? Willi schenkt in Ihrem Wartmesser noch einen ein, auf meine Rechnung. Schluss! Kennt ihr einen Hein? Wer, ich? Nee. Kennt ihr einen? Hein? Nee.
Nie gehört. Na also, haben wir was ausgefressen, Herr Wachtmeister? Das wird sich ja noch rausstellen. Die Wasserschutzpolizei hat euren Freund Hein erwischt. Ein Zufall, aber er hat alles gestanden. Gestern und heute Einbruch auf einer Kaffeeschute im Hafen. Verdammt nochmal! Ruhe! Ja, und? Was haben wir damit zu kriegen? Eine ganze Menge. Er hat nämlich euren Namen genannt und erzählt, wie ihr ihn reingelegt habt. Erpressung, Willi? Oh nein, das ist Verleumdung. Ich werde mich beschweren. Er hat auch den Treffpunkt genannt. Grüner Stint. Darum sind wir hier. Also, die Kripo ist bereits unterwegs mit dem Durchsuchungsbefehl. Ihr kommt erstmal mit auf die Wache. Siehst du, ich hab doch immer gesagt... So, du wolltest doch das Ding drehen! Hey. Komm nix bei raus bei sowas. Jetzt haben sie uns. Ja, das fällt euch aber eigentlich spät ein. Hättet ihr euch eher mal überlegen sollen. Vorwärts, ab in die Staatskutsche.